Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Überlebensmodus. Gestern kam leider nichts, auch nicht Fallout 4, das kommt dafür heute am Sonntag, weil wir gestern auf. Riechst du das? Was ich nicht alles für eine Schlagzeile mache. Auf einem Kirschblütenfest waren und ich dann keine Zeit hatte, irgendwie großartig aufzunehmen. Aber wir gehen somit raus. Wir haben in der letzten Woche haben wir Travis geholfen. Und dieses Mal gucken wir, was wir machen. Eigentlich müssten wir irgendwann auch mal wieder zurück, weil uns da noch einige Quests erwarten und das hier eigentlich alles ein bisschen zu schwer ist. Allerdings, ja, wir müssen eigentlich noch den lokalen Anführer in der Stadt schaffen, um. Obwohl, das können wir auch drüben machen, ne? Wir können jederzeit unsere Sachen rüberbringen. Habe ich recht? Ja, ich habe recht. Okay, wir sind ja jetzt schon ziemlich auf dem Weg nach Hause, wie ich finde. Kann man mal kurz auf die Karte gucken. Wir sind jetzt. Ja, wir sind schon ziemlich in der Nähe von Mystic Pines. Mein anderer Aufenthaltsort ist natürlich Hangman's Alley. Super. Da habe ich noch null Leute, weil ich da noch keinen Stand habe. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück und machen eine der älteren Quests, die wir haben. Dafür müssen wir auf die Aufgaben. Die bunte Stadt. Suche im Baumarkt nach Farben. Finde Nick. Freedom Trail. Der erste Schritt. Töte die Raider in Coverga. Fertigungsanlage. Ich denke mal, das ist recht gut, wenn wir das machen. Das kann, glaube ich, auch sein, dass es hier in der Nähe ist. Ja, das ist hier. Das ist ja hier um die Ecke. Ja gut, dann machen wir das. Klingt doch vernünftig. Wir werden sterben. Nur so vorab schon mal gesagt. Ich weiß es nämlich. Ich kann in die Zukunft blicken. So, dieses Haus gefällt mir immer noch nicht. Ich glaube, dass da nämlich überall kleine Tierchen sind. Aber wir können da gerne mal reinschnuppern. Nicht, weil wir direkt in der Nähe gespeichert haben, versteht ihr? Das ist schon quasi dazu berechtigt, da mal kurz reinzuschauen. Da wird schon wild geschossen, geil. Sollen wir langsam mal raus hier? Ich glaube nicht, dass wir sonderlich hübsche Gule abgeben. Ja, da kann ich jetzt schlecht rein ohne Schutz, ne? YOLO! Okay. Die bekomme ich so nicht auf. Doch kein YOLO. Wir hauen ab. Gut, gehen wir die Coverga-Anlage. Was geht denn hier ab, sag mal? Oh. Oh, das hört sich nach Lasern an. Das ist nicht gut. Paladin Dance? Oh, wir sind bei der Polizeiwache. Das war's dann wohl für dich. Bin getroffen. Zivilist innerhalb des Perimeters. Aufgepasst. Hab gern geholfen. Solange ich Erfahrung kriege, mache ich alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haltet dich fern von mir. Du sagst es. Dafür habe ich keine Erfahrung bekommen. Was haben wir noch? Ah, dafür habe ich wenig Munition, ne? Ich habe die doppelläufige Schrotflinte dabei. Ist ja verrückt. Ihr macht das schon, ne? Geil. Scheiße. Ich gehöre nicht zu denen. Lasst mich in Ruhe. Oh. Hi, Dance. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Das ist meine Sache. Ich behalte meine Angelegenheiten lieber für mich. Dann gibt es nichts weiter zu besprechen. Bitte verlass unser Gelände umgehend. Der Regenschirm. Was geht denn da ab, sag mal? Oh Gott, der explodiert auch gleich. Oder der ist gerade explodiert.
Wie der Regenschirm darauf geflogen bist. Wie cool. Ernsthaft. Geil. Ein so ein Regenschirm hat mich komplett überladen. Ja gut, Mädel. Du musst mir mal ganz kurz helfen. Hey! Hm? Klar, schau's dir an. So. Du trägst zum Glück gerade gar nichts. Das ist gut. Ich möchte dir nämlich ein bisschen was geben. Kannst dir auch ein bisschen was davon aussuchen. Habe ich kein Problem. Und mein Schrott nimmst du mal komplett. Sehr schön. Und dann klaue ich hier noch ein bisschen was. Hihi. Ach schön. Oh nein, ein Sturm zieht auf. Ach Gott. Naja. Jedenfalls, wenn wir jetzt... Oh, ein Stim, sauber. Wenn wir jetzt auf dem Weg nach Hause sind, können wir wenigstens zu Hause vielleicht mal ein bisschen was bauen. Nice. Oh, warum? Ich hasse radioaktive Stürme. Zum Glück habe ich diesen krassen Sturm nicht installiert, den ich im Let's Play hatte. Der war krass, ey. Konntest dich nicht mal in Sicherheit bringen davor. Mal so ein bisschen Regen. Stört ja niemand, ne? Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles aufgesammelt. Entschuldigung, Paladin Dance. Hast du beschlossen zu kooperieren und mir zu sagen, weshalb du hier bist? Wir bleiben sarkastisch. Ich bin Kammerjäger. Habe gehört, dass ihr ein Problem mit wilden Gulen habt. Meinen Fragen auszuweichen ist ein sicherer Weg, von unserem Gelände zu fliegen. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Warum die Frage? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter, wenn du kooperieren würdest. Also, wo kommst du her? Von nirgendwo. Ich habe eigentlich kein Zuhause. Diese Antwort bekomme ich oft zu hören. Ob sie wahr ist oder nicht, wird sich noch zeigen. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Heuere mich an. Das kommt drauf an. Wie viel zahlt ihr? Ich weiß nicht, ob diese Söldnernummer so okay für mich ist. Wir brauchen Verbündete, keine opportunistischen Söldner. Ich werde dich für deine Dienste ganz sicher nicht bezahlen. Ja, gut. Ich helfe euch weiterhin, aber du schuldest mir erst eine Erklärung. Ein wissbegieriger Verstand will antworten. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sternen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sternen Bruderschaft zu helfen? Ja, klar. Lasst uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Ich gehe nur mal kurz hier rein. Hey, brauche ich den Schlüssel. Bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Nice, ich kann schlafen. Okay, Großer. Gehen wir. Ja, ja. Oh, schön. Habe ich gerade ein Level-Up bekommen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und somit kommen wir der ganzen Sache ein Stück näher. Nee, ich bin sehr weit weg weit entfernt vom Level-Up. Geil. Na gut, Vorräte aufstocken. Fusionszellen. La Pua. Okay. Inaktiver Notrufsender. Ja, den kann ich gut gebrauchen. Ein bisschen Geld. Wie findet man hier drin überhaupt etwas?
Das ist ja leicht, siehst du ja. So, haben wir hier noch eine Also wächst du 10 mm dich und jetzt zusammen, zwei oder wie? Stims. Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich Hat auch schon bessere Zeiten Wäre erlebt, vielleicht was? humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Ich find's schön, wie die quatschen. Es hat immer irgendwie was so Atmosphärisches, dass man nicht ganz allein hier ist auf der Welt. Och, Experte. Ich brauche Valentine. Ich glaube, Valentine konnte knacken, ne? Nee, der konnte. Nee, der konnte. Der konnte. Hacken. Ich brauche den Ghoul. Wie hieß der nochmal gleich? Der Ghoul. Was Good Neighbor. Der konnte knacken. Den brauche ich, solange ich das nicht kann. So. Eigentlich suchen wir hier nur ein Bett. Wir kommen höchstwahrscheinlich wieder, wenn wir das Ding knacken können, we wegen der Mission. An sich ist die Mission jetzt nicht so schwer, weil wir Dance dabei haben. Aber ich würde halt gerne die Questmarkierung dafür nutzen, um den Weg hierher wieder zu finden, beziehungsweise mich zu erinnern, dass hier etwas war. Was ich höchstwahrscheinlich sowieso nicht tun werde, weil ich es vergessen werde. Ich kenne mich doch. Stims. Was wir natürlich machen können, so zwischendurch mal. Wir können uns einen Right-Away reinziehen. Davon haben wir 8 Stück. Easy. Dann nehmen wir den ganzen Scheiß mit. Ja, wir müssen eigentlich. Ja, eigentlich müssen wir einen kleinen Boxenstopp bei unserem alten Zuhause machen, bei unserem zweiten. Ne, dritten. Bei unserem dritten Zuhause ist das ja. In der Schlaf. Nein, ich kann nichts mehr tragen. Achso, ich bin ja auch hungrig und alles, ne? Ach du Scheiße. Ja, Piper, ich weiß, du bist doof. So, doch, ich habe ein Level up, wusste ich doch. So, ein Charisma noch. So, nicht mehr lange, Freunde, denn ein Level noch und dann kriegen wir lokale Anführer. Oh yeah. Das ist gut. Und wir sollten uns mal kurz was zu essen reinziehen. So, was haben wir denn? Wir haben Kram ein bisschen, ne? Ja, gut. Wir sind noch durstig, das ist das Problem. Schmutziges Wasser. Ich bin immer noch überladen. Ach Gott. Ist das echt dieser fehlende Schlaf? Übermüdet. Stärke minus 1, ja. Sag einfach. Na gut, dann nimm noch mal ein bisschen Schrott an dich. Aber ich denke mal, ein kleiner Zwischenstopp zu Hause wäre gar nicht mal so schlecht. Könnte ich ein bisschen Technologie von euch bekommen? Hältst du dich irgendwie für eine große Nummer? Aufpassen. Schau genau zu. Vielleicht lernst du ja was. Hör zu, Schlaumeier. Die einzigen, die mir Ratschläge erteilen, sind meine Vorgesetzten. Du bist hier nur eine angeheuerte Aushilfe, mehr nicht. Zu schade. Aushilfe oder nicht, ich habe getan, was von mir verlangt wurde. Du zeigst also Rückgrat. Gut. Wirst du auch brauchen, wenn du bei uns bleiben willst. Und jetzt erkundige dich mal besser, ob es schon einen neuen Auftrag für dich gibt. Ne, ich glaube, jetzt haben wir alles auseinandergenommen. Ein Bett habe ich jetzt an sich hier nicht gesehen. Das ist echt Kacke. Schlafsack. Ah, besser als nichts. Ich nehme mal kurz deine Hilfsmittel, die du nicht mehr brauchst, ne? Gelehrte Haley, persönlicher Eintrag. Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324A. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernen Bruderschaft Warum beizutreten. stehst du hier rum, als hättest du Ursprünglich bin nichts ich zu tun? beigetreten, weil ich Paladin Schutz Dance und war die Patin. Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel.
Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Seit wann hört das auf im Ladescreen? Das ging sonst immer früher weiter. Okay, jetzt ist das zu Ende gegangen. Naja, egal. Wir wissen alle, was da drin stand. So, okay. Wir müssen nach Norden. Da bist du ja. Noch immer in einem Stück. Drecksgule. Wie ich sie hasse. Aber jetzt extra für die Gule. Diese Waffe schön gezogen. Und ihr seht, sehr effektiv gegen Ghule. Da ist noch einer. Wo kommen die denn alle her, sag mal? Was war das? Ich sehe dich. Das war ich, es tut mir leid. Da ist ja noch einer. Und die ganze schöne Munition für diese Waffe geht für euch flöten. Ah. Greif einfach zu. So, jetzt müssen wir die ganzen Scheiß noch looten. Oh, was ist das denn? Noch mehr Loot. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Also, ganz klar, ne? Natürlich war ja wieder klar, Experte. Meh. Hallo, ich komme mal runter. Ich hoffe, das bist du, Piper, die diese Geräusche hier macht. Ein Raider. Ich würde ja gerne alles mitnehmen, aber ich kann nicht mehr tragen. Wieso ist das Okay, da wurde irgendjemand eingeschlossen. Geil. Weißt du, sichert sich jemand in diesem kleinen Bunker? Atombunker für kleines Geld. What the fuck? Das ist ein scheiß Atombunker, da kann doch kein Ghul drin sein. Habe ich mich erschrocken. Wie viele denn noch? Oh mein Gott, jetzt kommen sie aus allen Ecken. Scheiße. Ach scheiße, ich habe 10 mm mitgenommen. Egal. Von wo kommt ihr denn bitte? Was ist denn hier los? Oh mein Gott, jetzt kommen sie. Nein, ich hab's nicht hochgeschafft. Ich hab's nicht hochgeschafft. Ich brauche einen Schalldämpfer an der Waffe dran, ganz ehrlich. So, Piper, bist du blind oder was? Hier laufen wir mal cool rum. Was ist das jetzt? Ich will nicht wissen, wie viel Munition ich hier reingeballert habe. Meine schöne, wertvolle Waffe. Na, viel habe ich nicht mehr. Ich nehme einfach mal an, dass die Raider gegen die Ghule verloren haben. Sieht jedenfalls so aus.
Ein Bett. Nehme ich. Immer wieder eine Erleichterung zu speichern. So, ich bin jetzt bald überladen. Wir müssen los. Allzu viel kann ich nicht mehr mitschleppen. Und die Kurverga-Anlage ist anscheinend direkt neben meiner Basis. Ja. Hier ist bei dummer Bart. Oh nein, ich weiß. Oh Gott, das. Oh Gott, ich muss auf jeden Fall meine Munition sparen. Ich weiß, was da abgeht. Und wie viel da abgeht. Das ist gar nicht gut. Scheiße, meine Munition verschwindet. Danke! Hängt er da am Fenster wie so ein dreckiger Camper? Alter, Piper, erschreck mich nicht. Ich bin gerade ein bisschen geladen, weil hier überall Ghule sind. Und ich hasse Ghule. Ghule sind mein Albtraum. So, jetzt kann ich aber wirklich nicht mehr viel tragen. Hau'm ab. Ich entdecke jedes Mal solche Ecken und Ritzen und Kanten, ey. Ah, hier haben wir letztens einen Bogen drum gemacht. Ich hasse Ghule. Ein Glück habe ich geschlafen. Ein Glück habe ich geschlafen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ah. Gehen wir einfach hier dran vorbei. Ist mir echt jetzt zu nervig. Ich habe keine Nerven mehr dafür, hier rumzulaufen mit den 1000 Ghulen. Na, wen haben wir denn da? Hallo? Na gut, ab nach Hause, Freunde, ab nach Hause. Zeit unserer Hauptbasis, unseren... Was macht ihr denn da? Da draußen ist was. Ich sehe es. Oh Gott, hat er denn eine Minigun? Wir sind hier nicht allein, Blue. The fuck? Was machen die Supermutanten so weit außerhalb? Nee, ich sehe keine Minigun. Ach, Kacke. Ja gut, die Frage ist, brauchen wir wirklich die Sibidi-Atombombe? Ich glaube ja irgendwo schon. Wie viel bin ich überladen? Wenn ich Schlaf kriegen würde, weißt du? Okay, weißt du was? Ich brauch das ganze Zeug. Wir ziehen uns Buff-Out rein. Ich muss das Zeug nach Hause bringen. Oh, Scheiße. Meine, ich brauch doch die Waffe. Und ich habe jetzt noch so wenig Munition. Und ich darf immer nur 30 mitnehmen. Das ist das, was ich mir selbst auferlege. 30 Munition für meine guten Waffen. Das war's. Also ich kann nochmal auf 30 aufstocken, wenn ich die Munition habe. Aber wenn ich sie nicht habe, ist ganz blöd. Deswegen ich jetzt erstmal auf die 10mm wechsle. Meter, dann sind wir zu Hause, Freunde. Sweet Home. Ja. Das ist doch nicht mein Zuhause.
Was habe ich hier markiert? Oh, ich habe die Schimmelschanze markiert. Warum? Starlight Drive-In. Das ist mein Zuhause. Na gut, ein Stück müssen wir nur laufen. Aber insofern wir da nicht angegriffen werden, müsste eigentlich alles safe sein. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder ein paar Hölzer bauen. Das wäre ganz cool. Und ja, wir brauchen halt noch ein Level-Up. Ich hoffe, dass wir mit dem Bauen irgendwie einigermaßen gut vorankommen. Dafür brauchen wir überhaupt den lokalen Anführer, dass wir halt die Ressourcen überall haben. So, jetzt müsst ihr gleich hier ins Standbild kommen eigentlich. Standbild? Ah, Standbild. Wer kennt's nicht, dieses gute alte Standbild? Yay! Ich bin wieder da, Leute! Oh, jetzt hat sich einiges getan. Na, wer seid ihr denn? Sila. Bitte, wir... Moment mal. Du gehörst nicht zu den Gunnern. Bist du hier, um uns zu helfen? Hier um zu helfen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Was gibt es für ein Problem? Es sind die Gunner. Vor ein paar Tagen haben wir eine Gruppe dabei erwischt, wie sie hier rumgeschnüffelt hat. Und es gab eine kleine Auseinandersetzung. Als sie gemerkt haben, dass wir uns wehren, sind sie abgehauen. Aber Gunner geben nie so einfach auf. Wenn du uns helfen könntest, unsere Verteidigung auszubauen, wäre das wirklich super. Kein Problem. Kein Problem. Gunner sind nur Raider mit besserer Rüstung. Ja. Ja, ich bin sicher, du hast recht. Wir können das schaffen. Die Gunner werden alles kurz und klein schlagen, um an uns ein Exempel zu statuieren. Wenn du also was für die Verteidigung gebrauchen kannst, dann greif zu. Das ist mein Zuhause. Ich wollte es nur mal kurz sagen. Mein Zuhause, nicht dein Zuhause. So, guck mal, da schlafen sie alle. Yay, ich habe schon ganz... Wieso? Sag bloß, die dämlichen Gunner haben das Ding kaputt gemacht. Ernsthaft? Was für miese Pisser. Ich brauche meine Pumpe. Wieso kann ich das im Moment nicht verwenden, weil es regnet? Na gut, egal. Ich wollte mich nur mal kurz... Was? Kann ich hier draußen irgendwie helfen? Derzeit nicht. Obwohl, ich könnte ja eigentlich noch mal so ein Ressourcending ins Kirchens bauen, ne? Aber gut. Ich würde sagen, ich mache mir hier ganz kurz einen Cut, denn ich möchte all meine Sachen ablegen und dann sehen wir uns gleich wieder leer. So, ich bin fertig. Meine neue Power-Waffe werde ich natürlich direkt favorisieren und nach links packen. Die Heckler und Koch ist ja auch auf der linken Seite gut. Links meine Powerwaffen, das ist gut. Hier haben wir die Pistole, die müsste dann ja, hier oben sein. Also viele, das sind jetzt meine derzeitigen Waffen. Ich versuche halt wirklich immer nur das Nötigste mitzunehmen, weil wir auch irgendwo was tragen müssen. Und ja... Ich muss dazu sagen, viel Munition haben wir nicht mehr. Meine Reserven sind ziemlich knapp. Von meinen Powerwaffen habe ich tatsächlich genug Munition, aber ich sagte ja, ich werde dann nur 30 Munition mitnehmen. Einfach nur aus Fairness halber, damit das Let's Play halt nicht langweilig wird. Und ja, im Endeffekt sieht es so aus, dass ich zeige euch das mal. Munition, wo finde ich das? Munition da. Wir haben halt die 308er Munition, 30 Stück. Und die HK 30mm haben wir auch 30 Stück. Fusionszellen sammle ich natürlich derzeit noch, habe ich 90 Stück dabei. Ich würde sagen, von den anderen werde ich immer so maximal 100 mittragen. Ich könnte also noch ein bisschen 10mm und Fusionszellen gebrauchen. Danach kann ich noch gucken. So, Fusionskern. Ja, cool, habe ich nicht. Ich habe nicht mal 10mm Munition hier. Ja gut, dann ist... das, was ich euch gezeigt habe, das Einzige, was wir haben. Das ist cool, ne? Das ist richtig cool. Das gefällt mir.
Na gut, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir so alles bauen können. Hallo? Geht doch. So, und zwar möchte ich den Boden gerne erweitern. Was? Irgendwas ist wie immer noch beschädigt. So, ich muss das aber... Ach, hier ist alles kreuz und quer, ne? Na egal. Ich glaube, der ist kaputt, ne? Ja, ach komm. Du bist noch heil. Diese scheiß Raider. Seit wann machen die Sachen kaputt? Ich habe kein Holz mehr. Ach du Scheiße. Oh verdammt. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, nein! Und ich habe nicht geschlafen. Ist euch denn ernst? Ach Gott. Okay, das mit den Gunnern hat sich anscheinend erledigt. Weil alles ist hier heil. Na gut, gebe ich normales ab. So, habe normales erledigt. Geh nochmal in mein Bett schlafen. Würdest du? Ich will nur ein bisschen handeln. Genau, ich will nur handeln, also... Schieß los. Weg mit dir. Gib mir mein Bett. Ja, lass uns mal so 8 Stunden schlafen. Ah, gut aus gut. So, sehr schön. Hier haben wir ganz schön viele Leute, ne? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Die Leute haben über dein Radiosignal gesprochen, also wollten wir es mal probieren. Hier sieht's doch ganz nett aus. Also, danke, dass du uns eine Chance gibst. Soll ich irgendwo mit anpacken? Nö. Jetzt gerade nicht, danke. Okay. Das kommt noch so. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Ich möchte noch mal ganz kurz ein Holzding bauen. Und ich habe beschlossen, jedes Mal, wenn wir einen Händler sehen, der uns Holz verkauft, gehen wir da hin und kaufen uns Holz. Ey, das dauert mir hier zu lange für so ein bisschen Holz. Was ist los? Willst du nicht arbeiten? Weißt du, du arbeitest 2 Sekunden und dann gehst du weg. Du hast ja dein Essen nicht verdient. Ganz ehrlich. Naja. Wir wollen zur Korverga-Anlage heute und das werden wir jetzt auch tun. So, du fühlst dich krank, Schlaflosigkeit. Warum? Egal, Wasser brauche ich jetzt nicht so dringend. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Und das Große da ist die Korverga-Anlage, Freunde. Ah, stimmt, ich habe meine Favoriten noch nicht eingestellt, ne? Das muss ich noch machen. So, Heckler und Koch, du kommst dahin. War es das? Mehr habe ich nicht mitgenommen. Na, ich habe meine 10mm, Heckler und Koch. Und meine Lasermuskete. Das kriegen wir schon hin. Also, wir haben jetzt hier einen Stealth-Auftrag von höchster Dringlichkeit vor uns. Wir haben 30 Munition von unserer Heckler und Koch. Nee, ja doch. Und 30 Munition von dem anderen. Von der DSR-Präzision. Naja. Und ich hoffe, dass wir halt in der Konverga-Anlage das letzte Level-Up hinbekommen. Womit wir dann endlich die Ressourcen bauen können. Das wäre echt göttlich. So. Und da schleusen wir uns jetzt ein. Da müssen wir jetzt alles Mögliche töten. Das kann ja was werden. Und wieso bin ich überhaupt schlaflos, wenn ich 8 Stunden geschlafen habe plus 1 Stunde? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Was bist du überhaupt? Waschsalon. So war ich da noch nicht drin. Danke, dass du so viel Krach machst. Und mich erschreckst, Piper. Sieht mir sicher aus. Hier könnten wir uns vielleicht ausruhen. Ich bin mir hier nicht so sicher. Kann sicher aussehen und trotzdem können hier Ghule rumlaufen. Wenn ich aufwache, bin ich tot. Ich vertraue dir nicht, Piper, sorry. Ich vertraue nur meinem Instinkt. Mein Instinkt sagt mir, ich bin am Arsch. Nee, ich kann mich hier wirklich ausruhen. Ja, im Sinne von ausruhen, hier ist nicht mal ein Bett. Hier soll man sich irgendwo ausruhen, wo man sich nicht ausruhen kann. Naja. So, folgender Plan in der Korverga. Wir haben eine Waffe, wir haben zwei Waffen mit Schalldämpfern. Diese sollten wir so gut wie möglich nutzen.
Dafür, dass ich Nahkampf gehen wollte, bin ich ganz schön angewiesen auf sowas, ne? So viel zum Thema Nahkampf. Okay, das war gruselig. Steht einfach so eine Puppe drin, ey. Ist ein komischer Laden hier. Ach, sieh mal einer an. Transfer? Na gut, da ist nichts drin. So, die Frage ist nur, wie schleichen wir uns jetzt am besten in die Korverga hinein? Bringt das was, hier rauf zu gehen? Das ist schon der erste Raider. Ich hab doch mit der hier ordentlich Reichweite, oder nicht? Die haben wir doch ordentlich auf Reichweite gepusht, oder? Haben wir es? Haben wir es nicht? Sieht gut aus. Aber es klang nicht nach einem Schalldämpfer. Ja, aber nur ein Schalldämpfer, gut. Die wissen nicht, wo ich bin. Die Waffe ist nämlich für den Erstschlag ist die Waffe nämlich hervorragend. Deswegen will ich sie nutzen. Hui, ich glaube, die wissen, wo ich bin. Hier ist ein Fahrstuhl, ne? Ein Bett. Wie cool. Ich fang gerade erst an. Das war's dann wohl für dich. The fuck? Es ist besser gelaufen als erwartet. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Alter. Das war uncool. Da sind die einfach hergelaufen gekommen, währenddessen ich geschlafen habe. Aber was? Wo sind die denn nur hin? Von wo? Von da unten? Willst du mich verarschen oder was? Ist da irgendjemand? Nee. Okay, wir müssen versuchen, die irgendwie zu assassinieren. Was war das? Ernsthaft? Wieso bist du so langsam, Dude? Nahkämpfer! Ganz böser Fehler! Wie viel Leben hat der Typ eigentlich? Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Wenn ich dich erwische, bist du tot. Machen wir unsere Sniper raus für die Jungs, wa? Wie halte ich denn die Waffe? Na, so ist schon vernünftig. Wir gucken mal, wie es so ist mit dem Zielen. Einfach nur so just for fun. Das ist cool. Und wir spielen ja so. Okay. Ja, wer sucht mich denn da? Komm raus, dann mach ich's kurz und schmerzlos. Die wissen nicht, wo ich bin, ne? Jetzt hören. Immerhin habe ich einen erwischt. Okay, ich habe nicht mehr viel Leben, ne? Das Gute ist, ich habe gespeichert. Zum Preis. Scheiße. Verschwunden. Wo ist die kleine Schlampe hin? Trick. Scheiße, du versteckst dich von mir. Du bist tot. 28 Muni noch. Ich hoffe einfach, dass die Muni... Ernsthaft? Das ist die pure Verarsche, Freunde. Ich erinnere mich an den Wagen, der hat mich ja umgebracht damals.
Okay, wir sind immer noch in Gefahr. Ich sehe auch warum. Gar kein Problem. Die kommen doch bestimmt her, wenn ich wieder schlafe. Weißt du, der wartet da eine Stunde, bis ich aufwache. Oh Mann. Oh, ich habe schon Wasserprobleme. Fuck. Dein Ernst? Dreck. Hey, da draußen ist was. Ah, Dreck, 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 Dreck. Oh, mein Schatten. Hey! Lass den Scheiß, die können da durchschießen. Ist voll unfair. What the fuck? Oh Mann! Piper! Jetzt komm ich da nicht durch, ey. Nicht dein Ernst, Mann. Ja, Piper, genau. Stell dich in den Weg. Danke. Ernsthaft? Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Komm schon. Was so? Von wo? Ach, von da oben. Ich dreh durch, ey. Mir geht's gar nicht gut. Verabschiede dich von der Welt. Aber jetzt bin ich wütend. Ich kann da nicht durchschießen, das ist doch nicht im Ernst. Die können da durchschießen. Das ist voll unfair. Fuck. Ich hab nicht mehr viel Munition. Auch nicht mehr viel Leben. So. Ich habe also noch 13 Schuss. Das ist nicht viel, Freunde. Das ist absolut nicht viel. So, wie sieht's aus? Immer noch Vorsicht. Was geht denn hier ab? Ein richtiger Krieg. Okay, folgendes. Ich gucke mal meine Hilfsmittel an. Wir haben einmal aufbereitetes Wasser. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Oh, nee, der Hunger ist noch nicht mal existent. Das hat sich gelohnt. Definitiv. So, noch irgendjemand hier? Irgendein Stressmacher? Okay. Vor allem gleich wird's lustig. Wir haben ja noch die Heckler und Koch. Wir müssen damit quasi gleich ein bisschen den Assassinen-Modus anschalten. Ich find's lustig, dass es hier auf der rechten Seite ist und hier auf der linken. Irgendwie seltsam. Naja. Okay, plündern wir erstmal die Leichen. Beziehungsweise jetzt habe ich nicht aufgeladen, jetzt kann ich mal eine Stunde schlafen. Und ich habe Hunger, das ist gut. Das ist richtig gut, Hunger zu haben. Durst zu haben ist scheiße. Vor allem, weil ich auch nur ein aufbereitetes Wasser dabei habe. Ich wusste, ich hätte noch trinken sollen. Na, vielleicht haben die da drin irgendwie eine Trinkmöglichkeit, wäre echt geil. Na gut. Ich versuche so viel wie möglich damit umzubringen, um einfach um die Munition zu sparen. Da werden bestimmt nämlich mindestens mehr als 30 sein. Und ich werde für jeden auch mindestens 2 Schuss brauchen. Habe ich so ein Gefühl. Ja. 45er ACP, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Das kann ich alles gebrauchen. Hat jemand von euch irgendwie Wasser dabei oder irgendwas Nützlicheres? Also wir gucken uns hier erstmal um. Ich weiß, dass es hier mehrere Möglichkeiten gibt, reinzukommen. Oh, guck mal, Fleisch. Maschinenpistole. Ja, die T-Taste nehme ich mit. Okay, hier hat sich irgendjemand besoffen, aber ich kann die Bierflaschen mitnehmen. Bessere Zeiten erlebt, was? Und diese dann abfüllen mit Wasser.
Für den Fall der Fälle. Ich glaube, das hätte ich auch mit meinem Wasserhahn zu Hause machen können, ne? Wasser abfüllen. Jetzt gehörst du mir, Würstchen. Hallo? Mit wem redest du? Wo ist die kleine Schlampe hin? Wo ist sie? Okay, hier lungert irgendwo noch jemand rum. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Ich weiß nicht wo. Bullshit. Okay, hier ist ein kleiner Geheimeingang. Den werden wir gleich nutzen. Ein Hundenapf. Na gut, wieso nicht? Den kann ich gebrauchen. Ein bisschen Accessoires sind immer gut. Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht, wo du rumlungerst, Madame. Aber ich werde dich finden. Und ich werde dich vernichten. Das ist doch scheiße. Wo steckt die Troller? Hilfe dein Begleiter? Aber du bist jetzt nicht runtergefallen, oder? Ach Gottes Willen. Ja, du hast sowieso momentan nichts dabei. Du kannst nach Hause gehen. Scheiße, was war das? Deine Zeit ist abgelaufen. Oh shit. Der Schuss hat gesessen, glücklicherweise. Oh, ein Stim. So, wollen wir jetzt Piper helfen? Ich meine, die Trolle hat mir einen Stim gegeben. Wenn du nochmal runterfällst, Piper, ne? Dann war's das mit der Kooperation mit uns. Weil sowas kann ich echt nicht gebrauchen. Jemand, der runterfällt. Jetzt gebe ich dir einen Stim, du stolperst nach hinten und bist tot. Habe ich recht? Nein. Oh Gott! Das sieht aus, als wäre sie voll suizidgefährdet. Spring nicht, Piper! Spring nicht! Oh mein Gott. Suizidgefährdete Piper. Okay, sie ist nicht runtergefallen. Sehr schön. Na gut. Da muss ich durch. Granaten sind immer gut. Das habe ich gelernt. Oh, du, okay, da habe ich die Maschinenpistole mitgenommen. Keine Ahnung, was das da stehen soll. Oh, noch ein Hundenapf. Wieso nicht? Nur zwei davon. Aber ich glaube, die geben Holz. Und Holz ist immer gut. Jet. Eine Dose. Ja, wieso nicht? Aluminium. So, bevor wir da reingehen, würde ich sagen, laufen wir hier nochmal ein bisschen rum. Einfach nur, um wirklich hier oben alles schon mal zu sichern. Ich hatte das nämlich damals im alten Speicherstand, dass da jemand überlebt hat und mich voll weggesnipert hat. Das hat mich angekotzt, aber ich meine, da konnte ich speichern. Das war nicht so schlimm. Jetzt ist das echt schlimm. Soweit ich mich erinnern kann, war da irgendwo noch einer. Und der war auch noch legendär. Okay, das sind nicht alles die Lichter. Aber zum Glück habe ich sehr viel von dieser Munition bekommen. Das heißt, kann hier ordentlich was versenken. Sieht ja soweit clean aus, ne? Hier war irgendwas. Ach da, der Typ war das. Den erinnere ich mich.
Das nehmen wir mit. Oh! Na also. Warum mit dem Schiff untergehen, wenn man es reparieren kann? Fusionskerne halten dauerhaft 10% länger. Nice. Ich wusste, dass hier irgendwas war. Irgendwas war da. Mein Instinkt hat mich nicht getäuscht. Na gut, lass uns dann in die Tür reingehen, gucken, dass wir auch da einen Schlafplatz kriegen, weil die Folge ja so gut wie vorbei ist. Ein bisschen haben wir ja noch. Ich glaube, so 10 Minuten müssten wir haben. Ist halt immer sehr... Ja, muss ich immer einschätzen, weil wenn ich sterbe, schneide ich das Ganze ja raus und das dauert ja auch alles seine Zeit, ne? Schauen wir uns mal das Ganze von innen an. Wenn ich jetzt sterbe, wäre das echt scheiße. Hätte nochmal speichern gehen sollen oder so. Vielleicht gibt es da auch ein Bett. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, wenn ich jetzt sterbe, Freunde, ist die Folge eh vorbei. Sagen wir es so. Was war das denn? Was für eine Verschwendung! The fuck? Was war das denn für eine Aktion? Was war das denn für eine Aktion? Okay, jetzt müssen wir kurz die Tür bewachen, bis wir nicht mehr entdeckt sind. Scheiße! Was war das denn? Da lief der raus und wieder rein und ich habe geschossen, während der raus lief. Und er ist nicht umgekippt. Piper, bewach die Tür, verdammt. Wenn da jemand durchkommt, sind wir am Arsch. Okay, gehen wir wieder rein. Ein sehr ungünstiger Ort, um zu starten. Jemand da? Ich glaube, ich gehe durch den Haupteingang. Hab sie gefunden! Haupteingang ist, glaube ich, in diesem Falle besser. Kacke. Ja, wisst ihr was? Dann gehe ich auch direkt schlafen. So hat das keinen Sinn. Verdammt. Ernsthaft? Aha, die. Freunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder. An dieser Tür. Und dann gehen wir nämlich in die andere rein. Haut rein, euer Zero. Tschüss.